Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde RimWorld aus dem Livestream. Falls ihr mich und diesen Kanal unterstützen möchtet, würde ich mich sehr über ein Like und einen kleinen Kommentar von euch freuen. Vielen Dank dafür. Ansonsten auch ein herzliches Dankeschön an alle Kanalmitglieder und jetzt wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß. Oh, wir haben hier... Ach, der Steilhangpakt möchte Just Me... Wow, Alter. Holy shit. Holy shit. Ja, da kommen ein paar Leute, ne? Zu Besuch. Könnte ein bisschen kritisch werden, vielleicht. Just Me, du brockst uns ganz schön viel Ärger ein, du. Alter Schwede. Warte mal, wie viel ist Jasmine? 7000 Silber ist sie wert und ihr schickt den halben Stamm, oder was? Wenn nicht sogar den ganzen. Alter. Rubber braucht... egal, jetzt machen wir erstmal hier das da. Und dann kümmern wir uns um Rubbers Meditationsplatz. Oh, das wird lustig. Aber lass sie kommen. Sie werden alle sterben. Da wurde einfach mal... der Genix rausgeschmissen. Ja, ein paar werden durchkommen, aber... Das ist nicht der Rede wert, du. Das machen da die Türmchen. Den Rest. Ja, vielleicht doch nicht. Ich meine, die kriegen das hin, ne? Aber... viel lustiger, wenn wir auch mitkämpfen. Da fliehen sie ja schon wieder. Okay, das war's. Ihr könnt wieder... Was hast denn du für eine Waffe? Ist immer schön, dann weiß man nämlich, wer noch keine gescheiten Waffen hat. So. Rubber hat tatsächlich was abbekommen hier, oder was? Alter. Just Me, du hast Rubber erschossen. Just Me. Du machst echt Ärger aktuell. Das finde ich nicht gut. Just Me, du hast Rubbers Lunge zerstört. Himmel, Herrgott. Können wir mal kurz hier mal, warte mal. Tom, schieß den Kerl hier mal kaputt da. Der regt mich auf. Piu! Und tot war er. Haben wir hier? Ja. Tom, rettet den mal, beziehungsweise fang ihn ein. Das ist eine neue Lunge. Für Rubber. Oh, der ist aber auch noch ziemlich gut, ne? Der Kai... bisschen kaputt jetzt, aber... Mann! Ey, ohne Schmarrn, Rubber ist unsere Handwerkerin. Wenn die kaputt ist, ist es schlecht. Ach, weißt du was? Der ist doch eh schon halb tot. Der Mann ist doch eh schon halb tot. Der Enrique. Er war sehr enttäuschend. Ich meine, klar, das arme Bärimplantat, das aber ganz ehrlich. Weißt du, nee. Ganz ehrlich. Die Alten müssen für die Jungen sterben.
Essen ist angerichtet. Also eigentlich ja nicht, weil... Weil wir ja kein Menschenfleisch mehr essen. Aber gibt wieder viel Treibstoff. Rubber! Ja klar, wenn Rubber das macht. Die ist ja kaputt. Himmel, Herrgott, Rubber! Die darf ja gar nicht Chirurg machen. Da muss Pixel ran. Nochmal. Was war es, die rechte Lunge? Ja, die ist jetzt gerade kaputt. Die können wir jetzt gerade nicht entnehmen. Mist. Just Me macht wieder alles kaputt. Mann, 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 Mann. Die Frau. Hey, Enrique ist bekehrt, yay. Aber der ist eigentlich fast zu gut, um den einfach so herzugeben, ne? Ist halt ein hervorragender Schütze. Den könnten wir zumindest auf dem Sklavenmarkt mega verkaufen. Eine Bionic lang. Okay, gut, dann. Dann machen wir die bionische Lunge bei Rubber rein. Pixel. Bitte in den OP. Ich hoffe, das klappt. Hoffen wir, dass das klappt. Wir wecken Pixel mal auf. Pixel, das ist deine Ehefrau, ne? Mach sie nicht kaputt. Mach sie bitte nicht kaputt. Ah. Ah, es hat geklappt. Oh, er war sogar inspiriert, deswegen hat das geklappt. Okay. So, jetzt hat sie eine bionische Lunge. Just Me, diese Lunge nicht rausschießen, bitte. Dankeschön. Och, Bertha jetzt auch noch. Was hat Bertha angestellt, außer Stühle kaputt zu machen? Betrug? Betrug? Okay. Alles klar. Oh, da fehlt noch eine Tür.
So, Raumschiffgrundlagen. So kommen wir vielleicht irgendwann mal hier weg von diesem verdammten Planeten. Endlich eine Möglichkeit, von diesem Planeten zu fliehen. Vielleicht sogar eine Rückkehr nach Hause. Allerdings hat dieses Vorhaben auch seine Schattenseite. Viele verzweifelte Seelen wollen von diesem Planeten weg. Schiffsreaktoren brauchen in der Regel 15 Tage, bis sie vollständig aufgeladen sind. Sobald du diesen Aufladeprozess startest, wird der Reaktor deines Schiffes eine Energiesignatur ausstrahlen, die noch tausende von Kilometern entfernt registrierbar ist. Raider werden dich in Wellen angreifen mit einer noch nie dagewesenen Intensität. Es ist auch bekannt, dass Mechanoiden, warum auch immer, von solchen Energiesignaturen angezogen werden. Eieiei. Eieieiei. Das wird spannend, wenn wir das machen sollten. So, das Ding stellen wir natürlich auch noch auf. Bertha hat sogar ein noch größeres Kopfgeld. Ja, wegen ihrer Weisheit. Diese Arbeit enthält eine Abbildung von Bertha, wie sie, während das Gesicht langsam blau anläuft, Schutz bei einem Dickicht sucht. Viele sterbende Tauben liegen auf dem Boden. Alter. Das Bild bekommt erst durch die geschickte Anordnung von 10 Zahnärzten seine gewollte Aussagekraft. Gut, ja. Warum auch nicht? Läuft. Auf jeden Fall. Jetzt ist eigentlich ein guter Moment, um die Mechanoiden anzugreifen. Es ist nicht ganz so kalt. Mach das Ding jetzt fertig. Da greifen wir an. Oder auch nicht, weil ein blödes Infested Chip kommt. Verdammt! Pixel. An die Artillerie bitte. Achso, vorher handelst du erstmal noch mit denen. Mal gucken, was sie so da haben. Himmel, Herrgott! Wir dürfen die Mechanoiden einfach nicht angreifen. Das geht nicht. Das darf nicht passieren. Was habt ihr denn? Also, ihr wollt was, glaube ich. Ihr wollt definitiv was kaufen. Oh, warte mal. Das ist, glaube ich, lustig. Aber da opfert der sich selbst, das ist nicht gut. Das wollen wir dann doch nicht. Na gut. Aber ein bisschen Geld nehmen wir mit. So, Pixel. Da ist so ein blödes Schiff wieder gelandet. Es muss vernichtet werden. Bumm! Oh, das ist eine Menge, was da rauskommt, du. Holy moly. Und Pixel trifft heute nicht so, weil der Schnee, ne? Ich glaube, das ist der Grund. Das Schiff sollst du treffen. Jetzt hat er mal getroffen. Oh, jetzt sind sie sauer. Volltreffer, jawohl. Nein, das war ja sonst wohin. Oh, die sind sauer, ne? Und tot vor allem. Schiff kaputt? Jawohl. Schiff zerstört. Dankeschön, Pixel.
Kommen noch ein paar kleine nach. Okay, perfekt. So, Just Me, du müsstest mal eben hier runterlaufen und noch die paar Larven erledigen, falls da noch welche sind. Ich sehe aber gar keine. Ich glaube, die sind alle... Ich glaube, wir haben alles erwischt, tatsächlich. Was ist das denn? Ein Kokon? Oh, Scheibenkleister. Okay. In 3 Stunden kommt aus diesen Kokons was nicht so Geiles raus. Das möchten wir eigentlich verhindern. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das noch schaffen. Okay. Vielleicht zumindest... einen oder so. Oh je. Oh je. Mini. Oh, da macht das Ding zu wenig Schaden auf den Kokon, ne? Ah, Tom ist da. Sehr gut. Dann kann der Tom auch draufballern. Einen haben wir weg. Der zweite ist weg. Sehr gut. Und dann ist da oben noch einer. Ja, ist nur eine kleine Larve rausgekommen. Sehr gut. Jetzt würde ich aber gerne angreifen. Stinktier gebe ich einen EMP-Granatwerfer. Da. Laufen wir mit 2 Granatwerfern los, oder? Ja. Ja, okay, gut, komm. So, Tom schnappt sich das Bodenschildpack. Genau. Gut. Let's go. Bobby. Gorilla, Just Me. Free Chaos. Bertha. Stinktier. Bobarella. Tom. Rubber. So, eieieiei, das wird interessant.
Aber wir versuchen's. Wir versuchen's. Let's go. Jetzt muss Free Chaos zum Spinnen anfangen. Himmel, Herrgott.